wegkommentieren. So, und dann kommen wir zu den eigentlichen Amateuren des deutschen Fußballs nicht, aber manch einer hat das vielleicht so spitz formuliert, zumindest bei der Weltmeisterschaft. Aber wir sind einen Schritt weiter. Es gab ein 0-0 gegen Frankreich, immerhin gegen den neuen Weltmeister. Und es gab zuvor aber viel Kritik an ihm und das hat nicht allen gefallen, wie wir jetzt hören. Nee, Jürgen Klopp hat sich nämlich dazu geäußert. Er findet, die Berichterstattung der Journalisten war dann doch ein bisschen übertrieben. Wenn ich ein waches Auge hätte, würde ich es nicht öffentlich, dazu äußern, weil ihr mit dem allem nicht umgehen könnt. Ein Ausscheiden in der Qualifikation bei einer Weltmannschaft so zu verarbeiten, das muss man schon sagen, wie die ganze Nation, dass man der Bundesliga sich rechtfertigen muss in einer Pressekonferenz, der Nation Fußball zu erklären, das besuchen seit 100 Jahren, hundert von Jahren Menschen aller Couleur und es funktioniert offensichtlich nicht. Das fand ich wirklich Ticken zu viel, muss ich ehrlich sagen. Dass Leute, man kann mal ausscheiden, wie wir in England nicht anders. Keine Ahnung, ich war da nicht, ist mir auch wurscht, aber das war, da habt ihr das ein bisschen übertrieben alle. Deshalb beruhigt euch, spielt Fußball und dann wird Deutschland auch wieder Spiele gewinnen, das verspreche ich. Na ja gut, also es war das schlechteste Abschneiden einer deutschen Mannschaft bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, kann man vielleicht auch nochmal dagegen halten. Wir gehen nach Sinsheim, wo es weitergeht mit dem Therapie- oder Rehabilitationsprogramm der deutschen Mannschaft. Dann morgen gegen Peru. Uli Köhler ist schon da. Vielleicht, Uli, ganz kurz, magst du nochmal Stellung nehmen zu dem, was Jürgen Klopp da bei uns im Interview gesagt hat, dass es zu viel war, Kritik an Joachim Löw? Also die war natürlich schon berechtigt, die Kritik an Joachim Löw. Und er hat es ja selbst auch gesagt, dass die Kritik berechtigt war, weil er einfach arrogant war und geglaubt hat, dass seine Idee vom Fußball wahrscheinlich überleben wird und er nochmal Weltmeister werden wird. Also deshalb war die Kritik in Ordnung. Auf der anderen Seite leiden die Deutschen natürlich immer von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt. Aber ich glaube, diese Weltmeisterschaft hat auch den Fans, auch dem Publikum mal so einen Einblick gegeben, dass man mit Arroganz, wir werden immer Weltmeister, auch nicht weit kommt, auch als Fan nicht. Und darum glaube ich, ist das jetzt ein wunderbarer Neuanfang. Übrigens hinter mir der Bus hier in Heidelberg. Die Mannschaft ist gerade am Mannschaftshotel angekommen, so vor einer halben Stunde. Und es gab, da kann man das schon mal aufnehmen, das Gespür der Fans irgendwie schon ganz gut, einen Riesenbahnhof. Und es war richtig laut, es war richtig lärmend. Und die Mannschaft hat sich viel Zeit genommen zum Autogramme schreiben. Auch da gab es nichts zu meckern. Also es sieht zumindest so aus, als wäre es ein Neuanfang an allen Fronten. So, dann ist es ja morgen ein Testspiel gegen Peru. Was können wir denn dann erwarten? Also ich glaube, dass die deutsche Mannschaft gegen Peru da weitermachen muss, wo sie gegen Frankreich aufgehört hat. Das ist nicht so einfach, denn die Mannschaft wird ein bisschen anders aussehen. Da bin ich mir fast sicher. Die jungen Spieler, die Joachim Löw zum ersten Mal nominiert hat, werden alle ihre Chance bekommen. Vielleicht nicht von Anfang an, aber eingewechselt werden. Und deshalb muss eine gute Basis gelegt werden. Ich glaube auch nicht, dass die sogenannte Ochsenabwehr wieder spielen wird, also vier Innenverteidiger hinten in der Viererkette, sondern dass vielleicht der eine oder andere gelernte Verteidiger reinrutscht, hat einen ganz einfachen Grund. Peru, bei aller Wertschätzung, ist nicht so stark einzuschätzen wie Frankreich. Und da muss man natürlich sein System ein bisschen variieren. Ein alter Bekannter bei Peru ist auch noch mit dabei, Jefferson Farfán, jetzt bei Lokomotive Moskau. Also die Schalker werden bald mehr Kontakt mit ihm haben in der Champions League. Und morgen ist er bei Peru dabei. Ja, aber lass uns das gerne noch einmal konkretisieren. Also gegen Frankreich ist viel Wert auf die Defensive gelegt worden. Kommt dann, und wenn ja, wo, der nächste Schritt morgen gegen Peru, dass eine stabilisierte Defensive da sein muss, ist ja in jedem Spiel dann mittlerweile klar. Also ich glaube, auf jeden Fall wird die Abwehr wieder im Auge stehen oder genau gesagt im Fokus stehen. Denn ohne eine gute Abwehr gewinnt man heutzutage keine Spiele mehr. Hat die deutsche Mannschaft ja zu ihrem Leidwesen alles in Russland erleben dürfen. Egal, gegen wen man spielt. Also es ist jetzt nicht so, dass dann wieder alle Hurra nach vorne laufen werden. Sondern diejenigen, die aufgestellt werden, müssen auch ihr Hauptaugenmerk auf die Defensive legen. Und das ist auch wichtig so. Ich bin mir auch fast sicher, dass Josh Kimmich wieder auf der 6 spielen wird. Das ist so eine Variante, die hat sich der Bundestrainer ausgedacht. Die hat sehr gut funktioniert und es ist ja quasi der einzige Sechser in diesem Kader, den Joachim Löw nominiert hat. Also viele interessante Dinge, vor allem auch deshalb, weil Peru eine richtig gute Mannschaft hat und
Die haben sehr große Erfolge gefeiert, auch wenn es bei der WM jetzt nicht so gut geklappt hat. Aber das ist eine richtig gute Mannschaft. Und auch für diejenigen, die dann auflaufen werden, auch wenn ein bisschen eine veränderte Aufstellung zum Frankreich-Spiel da sein wird, wird es ein echter Prüfstein werden. Uli, der nächste Schritt steht also bevor für die deutsche Nationalmannschaft. Danke dir live aus Sinsheim. So, dann haben wir diese Meldung auch noch im Programm. Denn aus Furcht vor möglichen Störungen durch Fans von Eintracht Frankfurt soll das Spiel der Nationalmannschaft gegen Peru von Frankfurt nach eben Sinsheim verlegt worden sein. Das berichtet zumindest das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Dem Bericht zufolge habe Reinhard Grindel selbst eine Verlegung des Spielorts angekündigt, da die Frankfurter Ultraszene viel zu unberechenbar sei. Im Hinblick auf die Bewerbung für die EM 2024 wollte der dann den möglichen Imageschaden vermeiden. Und der DFB wird wie es dies auf Darstellung der Anfrage oder wie es dies auf jeden Fall zurück dem Verband sei es wichtig gewesen, das Stadion unbedingt auszuverkaufen.